Lexi. Nam. Hey zusammen, auch die letzten Sonnenstrahlen genießen. Während die Strahlen glitzern, funkeln meine Augen aber mal wieder für Gadgets. Deswegen schaue ich mir dieses Mal das frische HTC Desire 610 an. Ach ja, und zu gewinnen gibt's dann auch noch eins für euch. Und wie ihr drankommt, das erzähle ich euch in der Endcard. Vieles habe ich in den letzten Tagen über das Telefon gehört. Das One in billig, iPhone 5C mit Android und. Aber gibt es denn bei dem Ding tatsächlich etwas zu meckern? Spoiler, nicht wirklich, aber dazu jetzt mehr im Detail. Neben dem Handy findet ihr typisch ein Headset, ein Micro-USB-Kabel und den Netzstecker, zumindest typisch für diese Preisklasse. Dazu bisschen gedrucktes Blabla und fertig. Bei dem Preis geht das völlig in Ordnung. Die Kommunikationskeule ist in Schwarz, Blau, Orange und Weiß zu haben, dabei stets in Unibody Kunststoff. Für meinen Geschmack wirkt die glänzende Rückseite etwas zu sehr wie Spielzeug, neigt leider auch schnell zu Kratzern. Das ist schade, da die Verarbeitung sonst stabil und knarzfrei ist. Im 143x71mm Gehäuse mit einer Dicke von 10 mm steckt ein 4,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 960x540 Pixeln. Ja, das ist am Ende nicht wirklich scharf, aber dennoch sauber. Die Kontraste sind gut, die Farben sehr ausgewogen, aber die Helligkeit hätte definitiv noch mehr Dampf vertragen können. Gepowert wird Android 442 übrigens von einem Snapdragon 400 Quad-Core mit 1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB internen Speicher, der wirklich extrem knapp bemessen ist, aber zum Glück per microSD nachgerüstet werden kann. Auf Papier klingt das etwas schwach auf der Brust, aber mit der Sense 6 Oberfläche läuft alles überraschend gut. Sobald es aber etwas multimedialer wird, muss man sich mit deutlichen Wartezeiten anfreunden. Bei Spider-Man schien auch manchmal die Multitouch-Funktion auszusteigen. Da schreit es aber eher nach einem Software-Update. Sense 6 bringt aber auch die vom One M8 oder One Mini 2 bekannten Vorteile mit sich, wie die typischen HTC-Apps oder auch einfach Blinkfeed. Na gut, mögen vielleicht nicht alle, ich finde es inzwischen aber sehr hilfreich. Die Hauptkamera schießt Fotos mit 8 Megapixeln, Videos in Full HD und Zeitlupe mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zwar gibt es auch hier eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, qualitativ ist da aber nicht mehr allzu viel herauszuholen. Relativ scharf, aber oft zu hell belichtet und recht rauschig, wenn es etwas schummrig wird. Auch im HDR-Modus lässt sich kein nennenswerter Dynamikumfang herauskitzeln, da hilft auch leider der sonst praktische LED-Blitz nicht mehr viel. Bei der Frontkamera sieht es leider auch nicht viel anders aus. Hingegen die Videofunktion, die hat mich überzeugt, auch wenn ein Bildstabilisator leider fehlt. Der Fokus ist flink und die Belichtungskorrektur reagiert schnell. Das rundet den Camcorder-Modus definitiv ab. Für Social Media, Schnappschüsse und kleine Vlogs ist es aber alles prima und wird dank LTE auch fix hochgeladen. Das gefällt mir. Nachher und WLAN, NFC, GPS und Bluetooth sind natürlich auch mit dabei. Mit dem 2040 mAh Akku überlebt man auch locker einen ganzen Tag mit einer Ladung. Es empfiehlt sich aber, den einfachen Energiesparmodus hinzuzuschalten, damit man auf der sicheren Seite ist. Und was sollte man noch wissen? Ah, die Löcher auf der Vorderseite sind natürlich die Lautsprecher. Stereo. Klingt wuchtig, aber nicht schön. Für den Alltag aber absolut in Ordnung und schön laut. Als SIM-Karte ist übrigens eine aktuelle Nano-SIM-Pflicht, findet man derweilen auch nicht allzu häufig. Kann man denn schon ein Fazit ziehen? Ja, kann man. Denn insgesamt ist das Desire 610 ein netter Wurf seitens HTC, die Stärken der hauseigenen Flaggschiffe in ein erschwinglicheres Modell zu packen und das mit einem alternativen Rundum-Paket zu verschnüren. Für derweilen etwa 250 bis 300 Euro ein vernünftiges Android-Smartphone mit Kompromissen, die sicherlich vielen von euch im Alltag gar nicht auffallen werden. Und wie zu Beginn versprochen, jetzt nochmal das Desire 610 zum Verlosen. Wie ihr drankommt, ist ganz einfach. Postet ihr unten doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr eure Ferien, eure Sommerferien oder euren Sommerurlaub verbracht habt. Und dann werde ich in den nächsten 14 Tagen, das Video, das in 14 Tagen rauskommt, wird in der Endcard die Auslosung stattfinden. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr denn das Desire 610 in Blau auch abstaubt. Bis dahin, also wir sehen uns spätestens am Mittwoch bzw. am Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss!